Mittlerweile sind es 30 Lebensmittel in der Gruppe. Ja. Zum einen haben wir jetzt hier ein bisschen in Auswahl Karamell. Ja. Okay. Kaugummi haben wir jetzt hier zum Beispiel. Okay. Marzipan funktioniert in einer. Genau, und jetzt hat er ein bisschen Vorlauf, damit er dann warm ist, wenn er startet. Gebacken, das sehen wir zum Beispiel hier bei der Glaskuppe. Okay. Schildkröten. Ja. Dann Fondant gibt es super Leberpastete, Kartoffelpüree, Milchprodukte sind auch. Butter ist immer ganz schön, kann man direkt auf einen Pumpernickel zum Beispiel drauf drücken oder auf einen Frühstückssemmel. Okay. Und Gemüsepürees funktionieren. Ja. Das heißt, es läuft so, dass die Kartuschen über euch kommen. Ja. Mhm. Das macht Sinn? Ja. Genau. Ja, ja, also für euch natürlich. Dass das auch funktionieren muss. Nee, ist ja klar. Wir müssen eine Garantie geben, dass es funktioniert. Alles gut. Wir bieten auch ein Set an zum selber befüllen. Klar, wenn jetzt jemand ambitioniert ist und gerne eine eigene Rezeptur machen will, kann er das gerne machen. Ja. Allerdings kann ich nicht sagen, dass es sehr schwierig wird. Wir sind alles Lebensmitteltechnologen. Wir kennen uns wirklich mit den Lebensmitteln aus, nicht mit dem Drucker, mit den Lebensmitteln. Ja. Und daher wissen wir ganz genau, wie wir spielen müssen, damit es wirklich sich durch diese Düse pressen lässt, aber trotzdem am Ende wieder so fest ist, dass man die Schichten aufeinander aufbauen kann. Okay, das leuchtet ein. Aber jetzt was? Wie lang, ja, die Frage ist, wie lange dauert das? Ja, genau. Zum Beispiel, die Idee war so irgendwie in einer Filiale das zu präsentieren, aber nicht drucken zu lassen, sondern dass der Kunde einen Tag vorher kommt und sein individuelles Ding so weit ist. Wie weit ist das so mit 3D? Wenn man jetzt, wenn er mit einer Figur kommt, muss er dann 3D fotografiert werden wahrscheinlich, um die überhaupt umzusetzen. Genau, ganz online gibt es eine riesen Auswahl an 3D-Formen. Okay. Und es gibt auch schon etliche 3D-Scanner. Ja. Und sehr leicht zu erlernen, 3D-Software zum selber Modelle machen. Okay. Allerdings sind die meisten, die wir hier sehen, einfach aus dem Forum, die man sich kostenlos runterladen kann. Ja. Und da ist wirklich eine Masse an Tarifen. Ja, okay. Auch Schloss Neuschwanstein war da zum Beispiel dabei. Ja. Und da haben wir wirklich eine riesen Auswahl. Oder man macht es halt selbst, je nachdem die Ambition. Ja gut, die Ambition, da fehlt es meistens in der Zeit, ne? Also das ist die Problematik dabei. Und 3D-Scanner, das habe ich auch schon gehört, das funktioniert da sicherlich auch mittlerweile ganz gut. Wie hoch druckt er jetzt? Weil wenn man das macht, glaube ich, 3 oder 4 Schichten, dann muss man es ja individuell machen. Das haben wir nicht umgestellt, das kann man hier einstellen. Drum auch die Funktion mit dem Zeichnen. Da kann man wirklich in seiner Handschrift Grüße ausrichten. Grüße aus der Küche, an die Familie. Okay. Der macht noch eine Runde. Aber wir können es jederzeit abbrechen. Ihr verkauft den Drucker? Wir verkaufen den Drucker und die Kartuschen dazu. Okay. Und die Software ist dabei. Okay. Genauso wie eine Webplattform aufgebaut, ähnlich wie Chefkoch. Zum Beispiel, da stellen wir unsere Rezepte rein, auch gleich unseren Marktplatz zu verkaufen, mit 3D-Vorlagen und mit der Mission, dass da wirklich eine Community entsteht, dass wirklich dann jemand seine eigene Rezeptur planen kann, seine eigene 3D-Formen und so dann alles getauscht werden kann. Wie weit seid ihr schon marktreif? Jetzt haben wir das, dass man das tatsächlich bestellen und. Also wir haben jetzt einen Vorverkauf, dass er ist.